Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen an alle altgriechisch Interessierten. Heute möchte ich mal mit diesem kurzen Video, ein paar Bemerkungen zu den griechischen Stammformen machen, die ja so als das Nonplusultra aller Schrecklichkeiten gelten, wenn man überhaupt Verben lernt oder wenn man Sprachen lernt. Dass das nicht schlimmer ist als im Deutschen, das wollte ich gleich mal zur Bemerkung gleich zu Anfang sagen. Mit den Stammformen, was kann man da überhaupt machen? Die Stammformen in den Sprachen sind so gebaut, dass mit der Kenntnis der Stammform die Erschließung aller denkbaren Verbformen dann in der Sprache möglich ist. Im Deutschen ist es jetzt so, ich nehme einfach mal den Infinitiv Präsens dazu, laufen, lief, gelaufen. Das heißt, man bildet. Ja klar, Präsens braucht man natürlich, den Infinitiv und dann bildet man das, die erste Person Imperfekt oder Präteritum, wie immer ihr das ausdrücken wollt. Und zum Schluss kommt das berüchtigte Partizip Perfekt Passiv. Da bildet man also zum Beispiel die Perfekt Passivform, ich bin gelaufen, ich war gelaufen und so weiter. Dass das im Deutschen völlig unregelmäßig ist und natürlich gibt es auch Regeln, aber es ist keinesfalls einfacher als zum Beispiel im Altgriechischen, würde ich mich also doch vorsträuben, singen, sang, gesungen, ja und bringen, es heißt jetzt nicht bringen, brank, gebrungen, sondern es heißt bringen, brachte, gebracht und wenn man die entsprechenden Beispiele nimmt, dann sieht man, dass die Dinge alle unregelmäßig sind. Im Lateinischen ist das ähnlich, da nimmt man, ich habe jetzt immer den Infinitiv Präsens dazu genommen, vocare zum Beispiel, dann voco, erste Person Präsens, wie im Deutschen, dann vocavi, erste Person Perfekt Aktiv, ich habe gerufen und vocatum, gerufen. Ich habe da die Umendung genommen für die, die Latein können. Da ist das ähnlich. Das ist jetzt eine ganz normale, also eine regelmäßige Stammform in Anführungszeichen. Auch da gibt es ganz viele unregelmäßige im Englischen. To go went gone, Infinitiv Simple Past und Past Participle. Und im Griechischen sieht man jetzt schon, gibt es eben mehr. Das ist jetzt, das tut mir jetzt auch leid. Die Dinger muss man lernen. Und zwar, das ist natürlich vorgeschrieben in allen Grammatiken, obwohl hier unten muss ich eine Anmerkung machen. Also ich habe den Klassiker Paideuo genommen, erziehen, Paideuo, ich erziehe, Paideuso, ich werde erziehen, dann erster Aorist, aktiv Epaideuosa, ich erzog, Pepaideuka, erste Perfekt, ich habe erzogen, Pepaidoi, Perfekt Passiv, ich bin erzogen worden. Und dann gibt es Epaideuten, Aorist Passiv und in einigen Stammformreihen, Paidotesomai, Futur Passiv, ist nicht in allen Stammformreihen drin. Also in den Schulgrammatiken zum Beispiel, habe ich gesehen, ist es inzwischen so, dass man die Formen, die nicht so häufig vorkommen, also hier unten zum Beispiel der Klassiker Paidotesomai, die nimmt man raus, um den armen Schülern nicht so viel zuzumuten. Dazu kann man jetzt stehen, wie man will. Ich persönlich finde das doof, dass man sagt, nee, da muss ich so viel lernen. Lernen kann man eigentlich nie genug. Gut, kann man sich drüber streiten. Also, das sind die im Altgriechischen, damit man das in eine, das ist ja eine unendlich lange Liste, da hat sich also eingebürgert, dass man dass man das zur besseren Übersicht in der folgenden Schreibweise aufschreibt. Man macht sich im Prinzip so eine Matrix und in der senkrechten steht hier, pardon, steht hier aktiv und passiv. Und in der waagerechten steht Präsens, Futur, Aorist und Perfekt. Und mit so einer Matrix kriegt man die Dinger dann in so eine Tabelle, die man dann natürlich weglässt, wenn man das aufschreibt. Und zwar liest man das jetzt einmal von links nach rechts und hier hinten biegt man um und liest das wie der Araber von rechts nach links. Also, Paideuo. Ich habe die jetzt übertragen. Paideuo, Paideuso, Epaideusa, Pepaideuka. Jetzt geht's rum. Pepaideumai, Epaideuten und Paideutesomai. Ja, das ist im Prinzip alles. Und ohne Tabellenbegrenzung habe ich hier noch einmal aufgeschrieben. Tato, ich ordne. Also Tato, Taxo, Etaxa, Tetacha, Tetagmai, Etachten und Tachtesomai. Ja. Das könnt ihr euch immer von meiner Homepage downloaden als
nicht virenverseuchtes PDF-Dokument. Wer da mehr Informationen haben möchte oder wer Tabellen haben möchte, wer alle Stammformen haben möchte, das Internet ist unendlich, fast unendlich groß. Man findet mehrere Stellen, in denen es ganz, ganz lange Tabellen von Stammformen gibt zu allen möglichen Verben. Die wollte ich jetzt nicht aufschreiben, das finde ich ja doof. Besonders gilt, dass, weil ich hier das ja überregional mache, nicht auf irgendwelche Grammatiken, bitte, nee, ganz falsch. Och, wollte ich gar nicht. Moment, ich bin sofort. Ja, und zwar bitte ich euch natürlich wie immer, wenn es um Grammatik geht, ganz wichtig, die Beispiele aus dem eigenen Lehrbuch, aus dem eigenen Unterricht, aus dem, was man selbst gerade macht, durchlesen, durcharbeiten, lernen. Wenn ihr in eure Grammatik guckt, dann werdet ihr sehen, dass es vielleicht doch so ist, eurer Grammatik, dass zum Beispiel die letzte Form auch nicht mehr da steht. Ja, dann hat man eben so ein bisschen was gespart. Gut, das so ein Überblick über die altgriechischen Stammformen. Kein Grund, in Panik zu geraten. Man kann sich eine Tabelle daneben legen und wenn man nicht sicher ist, kann man gucken. Oder in so einem dicken Lexikon stehen natürlich auch die Stammformreihen der unregelmäßigen Verben drin, wenn man ein genügend dickes Lexikon gekauft hat. Okay, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video geht's weiter. Ich mache mal wieder so ein bisschen was, so ein bisschen Textarbeit. Ich denke mir, ich müsste mal an Platon ran. Da gibt es so schöne, wunderschöne Texte, die schauen wir uns mal an. Bis dahin sage ich euch Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen.